In diesem Video werden wir versuchen, die alle Gegner sind Goldene Loyen Challenge abzuschließen. Zuvor jedoch machen wir einen kleinen Abstecher in das Siegerversteck. Oder besser gesagt, unter das Siegerversteck. Bleibt bis zum Ende dran, um nichts davon zu verpassen. Falls euch diese Art von Videos gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und abonniert gerne den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich würde mal sagen, der Plan ist, wir besiegen noch einen Loyen, oder? Zum Start, zum Warmwerden besiegen wir einen Loyen und dann gehen wir mal in das Jägerversteck, weil ich bin richtig gespannt, wie es dort aussieht. Habt ihr da auch Bock drauf? Da habt ihr bestimmt Bock drauf. Let's go! Ich hoffe, der droppt mir schön Pfeile. Sonst bin ich ganz schön am Arsch. Rauf. Mal gucken, ob wir es First Try mal schaffen. Ich habe ja schon wieder ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Nicht? Komm, wir benutzen einfach ganz schnell dieses Königsverhinder noch, solange wir den haben. No, 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 no. Daneben. Ja, nice. Und? Bam. Okay, das war dumm, aber es hat funktioniert irgendwie. Komm schon. No! Es fängt wieder gut an. Ja, Leute, wir gehen es nochmal ordentlich an, okay? Ja, ja. Genau. Ne, du hältst die Klappe. Bam. Dann holen wir das Chimärenschwert und jetzt gehen wir dem ordentlich auf die Nuss. Wisst ihr, was mich stört? Dass ich irgendwie nicht auf ihn aufsteigen kann. Ich weiß nicht, warum. Ich will einfach nur auf den aufsteigen, aber es geht nicht. Ich glaube, wegen dem Schild oder so. Ich weiß es aber echt nicht. Was willst denn du jetzt? Junge, stirb. Oh mein Gott, heute bin ich confident, Leute. Heute bin ich confident. Ich kann nicht aufsteigen, das nervt mich halt. Komm, weg mit dir. Komm. Ja, komm, steig doch auf, Bro. Er will nicht aufsteigen, es ist so nervig. Oh, oh, noch nicht. Deckung. Ja, oh mein Gott, nice. Okay, nochmal so rauf. Oh mein Gott, wir haben ihn schon ziemlich low gemacht. Okay. Oh mein Gott, wichtig, wichtig. Das war super wichtig, Leute. Aufsteigen. Go, 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 go. Komm schon, Leute. Ey, die Headshots sitzen heute, Leute. Gib ihm! Steig doch bitte auf Link. No, no, no. Oh, bleib doch stehen. Ja, der ist so gut wie tot. Der ist so gut wie tot. Bam, weg mit dir. Drop mir bitte Pfeile. Komm schon, komm schon. Second try und wir haben es direkt geschafft. So lobe ich mir das. Und er droppt mir direkt Pfeile. Sehr nice. Oh, perfekt. Okay, nochmal ein Chimärenschwert. Ja, okay, nehme ich. Wie viele Pfeile haben wir bekommen? Haben wir mehr bekommen, als wir ausgegeben haben? Nicht wirklich. Aber wir bekommen halt richtig nice Stuff. Unter anderem diese Sternsplitter und das hier. Also die Edelsteine. Die können wir gut verkaufen und damit noch mehr Pfeile kaufen. Auch zu den Jäger. Okay, Leute, gehen wir zu den Jäger. Da habe ich jetzt auch Bock drauf. Aber wir müssten erstmal nach Kakariko, oder? So, wo müssen wir jetzt hin? Hier ist der Köcherladen, ne? Ja. Okay, verkaufen wir mal unseren Sternsplitter und unseren Diamanten und flexen wir jetzt hier mit unserem Geld. Ja, das ist ordentlich. Take my money. Nee, ich meine, take my diamond. Wie viel sind Sternsplitter eigentlich wert? 300. Okay, easy. Weg damit. Und Rhodoniten habe ich auch 5 Stück. Ja, GG. Okay, damit haben wir auf jeden Fall genug Geld. Okay, ich kaufe mir jetzt einfach ganz viele Pfeile. Egal welche. Hauptsache irgendwelche. Gib mir alles, was du hast. Ja, perfekt. Mal gucken. Wie sieht unser Pfeilsortiment jetzt aus? Ja, besser, besser. Okay, nice. Jetzt müssen wir noch irgendwie Essen kaufen, weil ich habe irgendwie gar nichts mehr da. Komm, kauf mir einfach alles auf. Ich bin zwar eigentlich Veganer, aber egal. Heute gönnen wir uns auch mal ein paar Eier, ein paar Karotten. Ja, warum nicht? Let's go. Was haben wir hier? Ziegenbutter. Ja, meine Güte, komm. Nehmen wir alles. Ich frage mich, ob die Titanen überhaupt funktionieren. Da bin ich echt noch ein bisschen skeptisch. Okay, so. Ja, ab in die Wüste, würde ich mal sagen. Wir sind zwar jetzt nicht perfekt dafür angezogen, aber das ist okay. Das kriegen wir hin. So, okay, wir sind jetzt gleich in der Wüste. Ich frage mich, ob es Moldoras gibt. Einfach so Leun-Moldoras. Das wäre actually richtig lustig. Oh mein Gott, Bro. Einmal eine Windbombe, okay? Oh shit, das ist viel zu heiß. Finde ich witzig. Finde ich auch witzig. So, an der Oase ist es ein bisschen kühler. Oh, und da ist schon Vanaboris. Okay, kaufen wir uns was zu essen? Ja, komm hier. Take my money, Mensch. Take my money. Frostmelönchen, gönne ich mir. Vanaboris juckt nicht einfach zum Jäger versteckt. True. Einfach knallhart geskippt. Der hat sich jetzt voll traurig gefühlt, weil wir ihn so gekonnt ignoriert haben. Der arme Naboris. Der wird heute einfach nicht bemerkt. Wir müssen erstmal mit dem Händler sprechen, ne? Kriegen wir heute eine gute Windbombe? Was meint ihr? Oh mein Gott, ja? Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist ein schönes Lager. Ja, komm. Quatsch mich nicht voll. Wir sind hier nur wegen den Jägers, beziehungsweise den Jägerleunen. Wow! Ey, Bro. Bro, ja, okay, die kommen aus dem Nichts. Na klar, stürmen direkt auf mich zu, Bro. Oh, okay, ja, ich werde komplett hops genommen.
Jo, okay, die Range ist angenehm. Angenehm. Ja, leckt mich doch am Arsch. Da sind direkt... Ja, komm. Jo, ich werde hier einfach komplett hops genommen. Was ist denn hier los? Nee, ich lass mich töten. Das ist mir zu blöd. Ja, komm. Danke. Habt ihr gut gemacht. Einmal richtig schön Wrestling mit mir gespielt. War nett. Komm, rauf, 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 rauf. Nice, komm. Let's go. So, wir holen uns jetzt noch das schöne Gewand. Das Damengewand. Und dann können wir endlich ins Siegerversteck. Meine Güte. So, kaufen wir hier einmal diese wunderschöne Rüstung. Also mit dem Gewand, Leute, wird uns kein Leune mehr angreifen, oder? Ich meine, komm schon, als ob Leun einfach so eine hübsche Frau schlagen wollen. Das wär dreist, oder? Wäre das nicht dreist? So, Richo, mögest du uns jetzt bitte in das Siegerversteck lassen? Oh mein Gott, hier haben wir wieder Pfeile, sehr nice. Okay, wir versuchen jetzt erstmal noch einen einzigen Leun zu besiegen und dann gehen wir in das Siegerversteck. Die kommen dann, wenn ich am wenigsten damit rechne, kann es sein? Wow, ah ja, ich sag ja, dann werde ich nicht damit rechnen, Bro. Unfair, unfair, komm her. Als ob das kein Headshot war. Als ob das wieder kein Headshot war. No, Bro. Wir machen den platt. Komm, du Sohn. Du Sohn, stirb. Und jetzt schlagen wir damit zu. Stirb einfach. Ja, genau. Komm, nimm das. Ja, gedodged. Let's go. Komm, komm, komm. Hm, was hast du jetzt vor? Okay, daneben, Bro. Der ist so aggressiv. Der ist so aggressiv. Der ist ultra aggro. Also, der geht viel mehr auf den Nahkampf. Mist. Okay, mein Chimärenschwert ist natürlich gleich am Arsch. Komm, kriegen wir den bitte tot. Bro, hol doch dein Schild raus. Was hat der denn immer mit... Okay. Nee. Ah. Oh mein Gott, der Eingang zum Jägerversteck wird ja richtig eklig. Oh, gar keinen Bock. 10-mal sterben, gar keinen Bock. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Hat der irgendwie nasse Waffen, der Leune da hinten? Könnte ich den vielleicht besiegen? Irgendwie denke ich, dass die ganze Zeit am Ende des Tages kann ich niemanden besiegen. Komm, Headshot, auf. Komm, einen töten wir heute noch, okay? Einen töten wir heute noch, das sehe ich sonst nicht ein. Ein paar Sekunden später. Ah, jetzt sind es 3 Stück, na klar. Jetzt sind es 3 Stück. Weh, jemand schießt wieder von hinten, Alter, dann raste ich aber so aus. Komm, geh doch rauf, geh doch. Link, warum hast du keinen Bock? Let's go, let's go, let's go. Ja, nice, nice, nice. Gleich Hälfte. Weg, 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 weg. Die Range ist so insane von diesen Dingern. Bisher ein guter Run, bisher ein guter Run. Komm schon, komm, lass mich doch bitte einfach rauf. Bro, lass mich rauf. Ja, komm, stirb, 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 stirb. Stirb doch bitte, lass mich doch einmal rauf. Warum willst du mich nicht rauflassen? Du bist doch ein süßes Pony. Oh mein Gott, jetzt haben wir ihn, oder? Haben wir ihn endlich? Meine Güte, endlich. Jeder einzelne Gegner nimmt mich einfach hops hier. Ein 40er Chimärenbogen, okay, GG, GG. Richtig nice. Wo ist der Eingang zum Jägerversteck? Irgendwo hier hinten, oder nicht? Da war der Eingang. Wird's mal irgendwann wärmer vielleicht? Greift mich bitte nicht an. Ich bin friedlich. Auch wenn ich schon ein paar von eurer Gattung besiegt habe, ich schwöre euch, dass ich nichts tue. Also, so gut wie. Kommen jetzt hier Gegner oder nicht? Hier müssten doch eigentlich die ersten Jäger kommen. Oh, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Wann kommen die ersten Jägerleune? Oh Gott, ich habe so Angst. Ne? Ich habe so Angst, dass die einfach aus dem Nichts kommen. Ich habe so Angst. Hier müsste, glaube ich, der erste kommen. Ja, okay. Solange du mich nicht angreifst, ist alles gut, okay? Frieden? Okay. Oh nein, hier kommen, glaube ich, 3 Stück auf einmal. Ich glaube, ich bin so tot. Ich laufe mal hier ganz rechts, sicherheitshalber. Ja, ciao, Bro. Bro, ich habe dir nichts getan, wirklich. Wir können das friedlich lösen. Weißt du, was friedlich bedeutet? Hä, wartet mal. Bin ich dumm? Ich bin lost. Was habe ich verpeilt? Ich habe doch mit Richo gesprochen. Ach, ich muss mit der da rechts sprechen. Ich bin so lost. Ich hätte mit ihr sprechen müssen. Ich hätte mit Thekla reden müssen. Ich bin dumm. Egal, wir haben ja einen Weg gefunden. Okay, wir sind jetzt im Versteck. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ehrlich Angst. Vor allem hier hinten sind Flederbeißer drunter. Oh mein Gott, man hört schon 9. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Oh mein Gott, wir werden jetzt gleich... Also wenn wir Pech haben, kommen jetzt da gleich 2 Leunen raus. Werden wir sehr, sehr viel Pech haben. Yo! Das sind einige Leune. Die stacken da einfach drin. Wie geil ist das denn? Bro, es ruckelt so hart. Es ruckelt so hart. Genau das habe ich erwartet. Komm, raufsteigen, raufsteigen. Oh mein Gott. Ich habe dir zwar nichts getan, Leune. Ja, komm. Bro, was soll ich bitte tun? Was soll ich bitte gegen 3 Leune auf einmal tun? Wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt antike Pfeile ab. Weg mit dir. Weg mit dir. Und du da, du wirst jetzt gefoltert, Junge. Du wirst so gefoltert. Du bleibst da jetzt schön drin. Und dich massakriere ich persönlich. Okay, oder auch nicht, weil ich nicht hitte. GG. Ja, daneben, Bro. Daneben. Wie ist es so, da drin festzustecken, hä? Sag's mir, sag's mir. Komm, stirb. Stirb. Okay, gehen wir da hin. Geben wir ein paar Schläge damit.
Warte, können wir aufsteigen? Oh nein, glitschen wir jetzt in der Wand? Glitschen wir jetzt in der Wand? Wir glitschen raus! Wir haben uns rausgeglitscht, Leute. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Er kann uns nicht hitten, aber wir ihn schon. Okay, doch, wenn er nach oben schießt, kann er uns, glaube ich, hitten. Ja, Leute, das ist unvorhergesehen, was hier gerade passiert. Aber, nice, I guess. Wisst ihr was? Wir können jetzt das Siegerversteck von unten sehen. Ist das nicht auch was Schönes? Ist das nicht das, was wir eigentlich alle wollten, Leute? Ja, ja, hundertprozentig. Ich würde halt gerne noch an die Sachen daran kommen, aber ich glaube, es geht nicht. Egal, wisst ihr was? Nutzen wir einfach diese Chance aus und schauen uns das Siegerversteck von unten an. Warum nicht? Also ich meine, hier wartet auf jeden Fall schon dieser patrouillierende Leune. Versteck der Jäger. Mhm. So haben wir das Versteck auch noch nie gesehen, oder? Was zur Hölle? Da hinten wartet wieder einer. Wie viel sind das hier insgesamt? Einer, zwei, drei, vier. Ich frage mich, was aus Koga geworden ist. Bro, was zur Hölle ist das hier, ne? Wie zur Hölle habe ich das jetzt geschafft? Kann ich den jetzt einfach töten? Irgendwie schon, aber das ist nicht so ganz fair. Ich meine, die Leuen sind auch nicht so fair zu mir. Aber das ist schon ein bisschen asozial, was ich hier mache. Wir laden mal lieber den Spielstand und fangen von vorne an, denn wir sind irgendwo am Arsch der Welt. WTF. Die Frage ist, können mich die Leuen schneller sehen? Ja, klar. Die sehen mich schon von da hinten. Aber das Gute ist, wir müssen nicht durchsneaken, weil wir werden so oder so weggemacht. Kletter einmal bitte. Leg. Wo ist der Durchgang? Wo ist der Durchgang? Ich bin so tot. Hier lang. Hier hoch, hier hoch. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh mein Gott. Hat das funktioniert? Hat das uns was gebracht? Ich glaube nicht, weil wir haben ein Schild verloren. Das ist nicht so gut. Also ich meine, das Siegerversteck ist echt entspannter, wenn Leune da sind. So komisch das klingt. Ganz schnell das hier öffnen. Bro. Öffne! Hä? Das Ding ist im Weg. Das Ding ist im Weg. Ich muss es andersrum drehen. Ich bin dumm. Was passiert jetzt? Ist Koga auch ein Leune? Mal gucken. Wie sieht Koga aus? Ist er ein Leune? Er ist Koga und ein Leune? Was? Nein! Als ob! Bro, for real? Oh, wo sind meine Manieren? Ja, das frage ich mich schon die ganze Zeit, Leune. Sag mal deinen Brüdern, die sollen aufhören, mich abzufacken. Einfach sein Haustier. Ja, true, true. Meister der Jäger. Ach ja, du siehst eher wie ein Leune aus, aber okay. Der Unübertreffliche? Mhm. Ach, du bist es nur. Ach, dann ist es mir egal. Problem ist natürlich, wir kriegen jetzt nicht den Donnerhelm. Eine unerwartete Wendung, wenn ich es mal so sagen darf. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich ready, oder? Okay, lass uns da Kakariko und ein paar Pfeile kaufen. Und dann holen wir uns das Hylia-Schild. So, kaufen wir hier noch die Pfeile auf. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Schloss Hyrule. Aber natürlich mit der Phantomrüstung. Denn ohne die gehen wir nirgends hin. Let's go. Okay, wie kommen wir jetzt am besten nach oben? Also, da gehen wir schon mal nicht lang. Das ist schon mal klar. Warte, ich glaube, ich muss da rein, oder? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird, das Hylia-Schild zu bekommen. Und ich habe keinen Platz mehr. So, jetzt müssen wir irgendwie nach oben kommen. Oh Gott, gar keine Ahnung. Muss der gute Okams wieder eine Windbombe hinlegen? Ist es wieder soweit? Ich muss da jetzt irgendwie hochkommen. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich verziehen. Oh Gott, das war close. Das war so close. Junge, weh, du schießt. Oh, es ist... Bro! Okay, let's go. So, ab zu Ganon. Ich hoffe, den kriegen wir easy tot. Ja, fängt schon mal gut an, fängt schon mal gut an. Autsch, das habe ich nicht so gut pariert. Aber egal, wir gehen heute auf Fernkampf. Heute Fernkampf. Wir spielen safe, denn wir sind fast One-Shot. Okay, nein, einmal parieren wir. Okay, oder auch nicht. Oh mein Gott. Komm, Ganon, bitte stirb einfach. Komm, nein, du kommst direkt wieder runter, okay? Gleich Hälfte auf entspannter Basis. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, dass genau sowas nicht passiert. So, mal gucken, wie viel antike Pfeile Damage machen. Okay, doch, der Damage ist okay. Der Damage ist insane. Okay. Das müssen wir jetzt irgendwie parieren. Komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Am besten benutzen wir keine Bombenpfeile mehr. Explosion. Ganon, kannst du bitte einfach sterben? Okay, ich benutze wieder diesen Bogen. Der ist eh noch ein bisschen stärker. Komm her. Let's go, let's go, let's go. Gib ihm. Leute, gebt euch diesen Damage. Er ist einfach real. Er ist einfach real. Ja. Komm, haben wir ihn schon? Nein, nein. Okay, es buggt wieder, es buggt wieder. Na klar. Ja, aber jetzt. Komm, 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 komm. Schlag zu, Link. Gib ihm. Gib ihm. Oh mein Gott, Link. Du musst es auch so spannend machen, ne? Komm, 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 komm. Let's go. Gib ihm. Und er verkackt schon wieder. Link, du hast es heute nicht, oder? Jetzt aber. Gib ihm. Stirb, Ganon. Boots. Weil es so schnell ging, machen wir noch die Schattenbeste Ganon. So, okay. Ach, Dämonenbeste hieß sie. Oh mein Gott. Hier, her mit dem Bogen. Der Lichtbogen sieht so nice aus, ne? Einfach der schönste Bogen in diesem Spiel. Du musst die leuchtenden Stellen treffen. Ja, dann zeig sie mir. Warte, sind die auf der anderen Seite? Kann es sein? Wo sind die goldenen Stellen? Ich sehe sie nicht. Ah, oh, da sind sie. Ich habe kein Aim, ich habe kein Aim, Leute. Ich habe einfach kein Aim. Und
Bam, Nummer 3. Komm, zeig mir die andere Seite. Nein, 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 nein. Ich will die andere Seite sehen. Ganon, magst du bitte sterben? Okay, okay. Ich war doch auf der richtigen Seite. Let's go, let's go. Nummer 1. Okay, oder auch nicht. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Weg, 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 weg. Wuhu. Das war ganz schön knapp. Okay, ein Schuss noch und zwar in seinen Kopf rein. Komm, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Los, ein Schuss noch. Let's go, stirb!